Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie heute zur letzten Ausgabe unserer Reihe Verbraucherrecht 2014. Was kommt auf den Onlinehandel zu? Mit Carsten Fröbisch und Martin Retzer. Im letzten Teil geht es heute um das Thema Wertersatz. Der Kunde hat widerrufen und die Ware in der Widerrufsfrist möglicherweise benutzt. Da ist die Frage, was können Sie nach jetzigem und nach künftigem Recht tun? Was haben Sie für Rechte? Wir haben dazu eine Neuregelung, die inhaltlich allerdings ja fast identisch ist mit der alten Regelung, die ja auch schon nochmal modifiziert wurde durch ein EuGH-Urteil, die sogenannte Messner-Entscheidung, in der es nach wie vor heißt, dass der Kunde, der Verbraucher, ihm Wertersatz für die Ware schuldet, wenn dieser Wertverlust auf einen Umgang der Ware zurückzuführen ist, der nicht notwendig ist zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise. Wie weit dieses Prüfungsrecht geht, das ist sehr abhängig von der Art der Ware und ist im Einzelnen auch stark umstritten. Wir haben also Rechtsprechung des BGH zu Wasserbetten, dass Wasserbettenprobe geschlafen werden dürfen, oder es gibt auch in Köln beispielsweise einen Laden, in dem man Boote ausprobieren kann oder Regenkleidung unter der Dusche. Also da werden wir gleich noch genauer zu einzelnen Beispielen kommen. Die Neuerung hier an der Stelle ist, dass der sogenannte Nutzungswertersatz weggefallen ist. Bislang gab es also die Möglichkeit, auch ohne Verschlechterung der Ware dem Kunden gezogene Nutzung in Rechnung zu stellen, wenn er beispielsweise eine Digitalkamera während des Urlaubs 2 Wochen lang intensiv genutzt hat, die sie gleichwohl als neu verkaufen können, war es bislang möglich, ihm quasi so eine Art Miete ohne Gewinnanteil in Rechnung zu stellen. Das war aber bislang auch eher ein akademisches Thema. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, es gibt den Verschlechterungswertersatz wie gehabt für Wertverluste der Ware im Gesetz geregelt und Sie müssen nachweisen den Grund und die Höhe, also das heißt, dass der Kunde die Verschlechterung verursacht hat und warum der Ersatz gerade in dieser Höhe fällig werden soll. Und da hat Martin uns einige Beispiele, glaube ich, aus der Praxis mitgebracht. Ja, wir haben 3 Urteile eigentlich, soweit es jetzt ersichtlich ist. Du hast es gerade schon angesprochen, Carsten, das berühmte, würde ich fast sagen, Wasserbettenurteil des BGH. Da ging es darum, dass ein Verbraucher ein Wasserbett gekauft hat für ungefähr 1300 Euro und dann hat er es mit Wasser befüllt, das Wasserbett hat dann 3 Nächte drauf geschlafen und wollte das dann nicht mehr, hat es zurückgeschickt und der Händler hat gesagt, ja, lieber Verbraucher, Widerrufsrecht ist alles in Ordnung, aber ich erstatte nur 300 Euro und das war quasi der Wert der Heizung dieses Wasserbettes, die konnte der Händler weiterverkaufen. Für die Matratze im Wert von 1000 Euro hat der Händler allerdings Wertersatz geltend gemacht, weil er gesagt hat, die Matratze ist für mich wertlos geworden, die kann ich nicht weiterverkaufen und das muss der Verbraucher als Wertersatz erstatten. Dann hat der Verbraucher geklagt und bis zum BGH-Hochrecht bekommen. Der BGH hat entschieden, dass der Verbraucher diese Wasserbettenmatratze sehr wohl mit Wasser befüllen darf, weil anders ein Wasserbett nicht zu probieren ist. Es reicht halt nicht, dass ich mir das nur angucke, sondern ich muss tatsächlich die Funktionsweise etc. austesten können. Und das heißt bei einem Wasserbett, ich kann das mit Wasser befüllen. Also der BGH hat entschieden, dass das Prüfen auch das Ausprobieren einschließt, ja, wie es da auch steht. Das heißt also, es kann im Onlinehandel tatsächlich dieses Prüfen weiter sogar gehen als im Ladengeschäft, oder ist das richtig? Genau, das bedeutet das. Ins Ladengeschäft kann ich ja auch nicht gehen, in ein Wasserbettenstudio und mir jedes x-beliebige aufbauen lassen. Da habe ich wahrscheinlich so 2, 3 Modelle da stehen, die ich probieren kann. Aber der BGH hat hier auch ganz klar gemacht, es gibt ja diesen Vergleich mit dem Ladengeschäft in der Widerrufsbelehrung, in der aktuellen. Da ist aber auch ganz wichtig, das wissen viele Händler nicht, dieser Vergleich steht tatsächlich nur in der Widerrufsbelehrung drin und nicht im Gesetz. Und da hat der BGH entschieden, dieser Vergleich ist vielleicht ein möglicher Anhaltspunkt, um den Umfang des Prüfungsrechts auszumachen, aber bei Weitem nicht der einzige. Ist also auch in der neuen Belehrung und im Gesetz nirgendwo mehr drin, das Ladengeschäft. Man muss sagen, zum Glück, weil es ist ja doch sehr verwirrend, dieser Vergleich. Das gibt's nicht mehr und auch bis dann, wie du sagst, man wusste ja auch nicht so nach welches Ladengeschäft denn. Es gibt ja ganz unterschiedlich, sagt es gerade schon, den Outdoor-Händler, bei dem man
sogar Boote und Taucheranzüge und Regenkleidung im Wasser ausprobieren darf und dann eben den Fotofachhändler, bei dem man, wenn man Glück hat, vielleicht mal vorsichtig die Kamera anfassen kann. Das ist ganz anders als natürlich in den Elektronik-Discountern, wo man da damit machen kann, was man will und bis die Ware durch ist. Also das ist ohnehin nur bedingt tauglich gewesen in der Vergangenheit. Was haben wir denn noch für Fälle? Matratze sehe ich da. Ja, auch quasi eine normale Matratze, weg vom Wasserbett hin zur normalen Matratze. Dieser Fall zeigt sehr schön das Nachweis, die Nachweispflicht des Händlers. Denn hier war der Fall so, ein Verbraucher hatte eine Matratze bestellt und gekauft und hat die dann zurückgeschickt und hat dem Händler aber eine Mail geschrieben, wo drin stand: Lieber Händler, ich habe jetzt 5 Nächte auf dieser Matratze geschlafen, das ist der falsche Härtegrad, zurück damit. Da wusste der Händler, aha, hier 5 Nächte hat der Verbraucher darauf geschlafen, dann hat der Händler für diese 5 Nächte um die 80, 90 Euro Wertersatz geltend gemacht und das Amtsgericht Köln hat gesagt, nein, diesen Wertersatz gibt es nicht in voller Höhe, denn der Verbraucher darf auch eine normale Matratze Probe schlafen und das Gericht hat hier gesagt, ja, so 2 Nächte, das ist noch in Ordnung, für die ersten 2 Nächte gibt es keinen Wertersatz. Für die darüber hinausgehende Nutzung gibt es Wertersatz. Aber hier müssen wir Einschränkungen machen für das zukünftige Recht, denn das Gericht hat sich hier nur mit der Nutzung beschäftigt. Carsten, du hast es ja gerade schon gesagt, für die bloße Nutzung gibt es in Zukunft nichts. Ja, das heißt also, der Fall würde dann anders ausgehen, wenn die Matratze tatsächlich wieder weiterverkauft werden kann und ja nicht da entsprechende Verschlechterungen aufweist. Aber sag mal, ich hatte es ja gerade gesagt, der Kunde hat hier geschrieben, 5 Nächte habe ich drauf geschlafen. Wie schätzt du das ein? Der Kunde hätte das nicht gesagt mit den 5 Nächten. Da hätte der Händler wahrscheinlich nichts bekommen, weil das kann man nicht nachweisen, oder? Genau, der Händler ist ja in der Beweispflicht, wie ich schon sagte, dass überhaupt ein Wertersatzanspruch entstanden ist. Also dass der Kunde die Ware genutzt hat und eben auch über das Übliche hinaus und dann eben auch für die Höhe, also dass gerade dann eben der geltend gemachte Wertersatz auch eingetreten ist. Ich sage immer so als Faustformel, verkaufen Sie es irgendwo bei eBay als gebraucht und gucken, was Sie dafür noch bekommen und ziehen dann die Differenz ab. Das ist aber auch sehr hemdsärmlich und durchaus umstritten, gerade bei den Verbraucherschützern, ne? Je nachdem, wie ich das dann da reinsetze. Also das ist in der Praxis tatsächlich eher ein Fall für die Streitschlichtung und die Fälle gehen selten vor Gericht und wenn dann wie hier meist vor die Amtsgerichte und nicht bis zum BGH. Katalysator hast du da noch stehen, was ist denn da für ein Fall? Ja, auch ein ganz merkwürdiger Fall, da hat ein Verbraucher einen Katalysator gekauft, hat den in sein Auto eingebaut, kurze Probefahrt unternommen, wieder ausgebaut, zurückgeschickt, Widerruf. Warum, weiß ich jetzt gar nicht mehr, er war glaube ich unzufrieden mit der Leistung oder ähnliches, ist aber auch egal. Jedenfalls hatte der Katalysator durch das Ein- und Ausbauen natürlich entsprechende Ein- und Ausbohrkratzer, Spuren etc. Und durch die Probefahrt ist der Katalysator natürlich auch innen benutzt. Da hat das Amtsgericht Lichtenberg gesagt, auch hierfür gibt es keinen Wertersatz, weil man einen Katalysator eben nur so probieren kann, indem man da eine kurze Probefahrt mit unternimmt. Hier muss man aber dazu sagen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, hier liegt die Berufung beim Landgericht. Ich weiß nicht, ob das dann noch weitergeht, denn der Fall ist ja auch schon relativ alt, oder ob das nicht vielleicht zurückgenommen wurde, die Berufung, das müssen wir noch abwarten. Aber grundsätzlich darf der Verbraucher auch solche Teile einbauen, ausbauen, Probefahrt unternehmen, ohne hierfür Wertersatz leisten zu müssen, weil das eben vom Prüfungsrecht noch erfasst ist. Ja, das sind sehr krasse Beispiele zu sehen, sehr einzelfallbezogen. Es gab auch Fälle, die vorteilhaft für den Händler ausgegangen sind. Ich sehe da oben den Rasierer, haben wir jetzt hier nicht zitiert, aber es gab den Rasierer von Backnang, wie wir immer sagen, Amtsgericht Backnang, entschieden, ein Verbraucher, der sich 2 Wochen rasiert hat mit einem Rasierer, der dann, wie es das Gericht schrieb, leicht muderig roch. Ich will da nicht ins Detail gehen. Da betrug der Wertersatz 100% vom Kaufpreis, das heißt, der Kunde hat weder die Ware noch den Kaufpreis gehabt, sondern hat dann alles zurückgesendet. Da sieht man auch so die Grenze zu dieser neuen Hygieneartikelausnahme ist da teilweise fließend, habe ich das Gefühl. Also für den Kunden ist es teilweise sogar besser. Das Ganze ist vom Widerruf von vornherein ausgenommen mit Entsiegelung. Das haben wir ja gelernt. Wir brauchen die Entsiegelung eines Hygieneartikels, beispielsweise der Zahnbürste, als wenn er dann hinterher Wertersatz zahlt, beispielsweise für eine Zahnbürste, die nicht versiegelt war.
wird wohl praktisch kaum vorkommen, aber nehmen wir irgendein Produkt, das einfach so ohne Blister geliefert wird, das dann benutzt wird und nicht mehr verkäuflich ist, da müsste der Verbraucher also 100% Wertersatz zahlen und hätte dann weder Ware noch Kaufpreis, dann doch lieber von vornherein wissen, es ist vom Widerruf ausgenommen, damit gar nicht erst die Situation entsteht. Ja, Ähnliches gibt es auch für Kosmetik, wenn diese benutzt wurde, vom Landgericht Wuppertal war es, glaube ich. Wenn ein Kunde so in seinen Cremetiegel reinpackt mit den zwei Fingern, das sieht man dann noch schön, dann sagt das Landgericht Wuppertal, dann ist die Ware verbraucht und dann gibt es auch 100% Wertersatz. Ja, OLG Köln hat es, glaube ich, anders entschieden. Die haben gesagt, das kann ich ja auch noch gebraucht verkaufen. Ja, das OLG Köln kannte ja den Markt für gebrauchte Gesichtscreme, ja. Vielleicht aus dem Gerichtsinnenhof, ich weiß es nicht. Ich fand es auch sehr interessant. Also da wird sicher noch spannende Entscheidungen geben, aber die Tendenz bislang sehr verbraucherfreundlich und dadurch, dass sich der Wortlaut des Gesetzes da nicht ändert, ist auch künftig das nicht anders zu erwarten. Allerdings einige dieser Produkte sicherlich vom Widerruf ausnehmbar, wenn man sie versiegelt liefert und sie dann vom Verbraucher entsiegelt werden. Ja, kommen wir noch kurz zum Wertersatz bei Dienstleistungen. Wir haben hier ein paar Beispiele. Es gibt auch so, ich neulich gelernt auf einem Vortrag beispielsweise, Dachrinnenreinigungen, die übers Internet verkauft werden. Und ja, da kann man auch Wertersatz verlangen. Allerdings nur bei einem bestimmten Hinweis, bei einer bestimmten Belehrung und auch dem Einverständnis des Verbrauchers. Der Verbraucher muss also ausdrücklich mit so einer Checkbox beispielsweise im Bestellablauf sein Einverständnis erklären, dass der Unternehmer vor Ende der Widerrufsfrist, also vor Ende der 14 Tage ab Vertragsschluss, in dem Fall, weil es eine Dienstleistung ist, mit der Dienstleistung beginnt und wenn er dann anteilig Wertersatz zahlen soll für Dienstleistungen, die schon dann in diesen 14 Tagen erbracht werden und er dann gleichwohl noch widerruft das Ganze, dann muss er auch auf seinen Wertersatz, seine Wertersatzpflicht hingewiesen werden. Da haben wir einen Hinweis im Gestaltungshinweis 6, der Musterbelehrung, der auch immer eingesetzt werden muss. Das ist in dieser wertefarbenen Box, da unten sehen Sie das und ja, hier oben eben das Formulierungsbeispiel für diesen Wertersatz. Gibt es dazu noch was zu sagen an der Stelle? Was ich vielleicht noch als Hinweis dazu geben würde, wir haben ja nicht mehr nur Ware und Dienstleistung nach dem neuen Leitbild im Gesetz und wir haben ja eine dritte Kategorie, nämlich die digitalen Inhalte. Das haben wir jetzt hier nicht als Folie, aber ganz wichtig, dort gibt es keinen Wertersatzanspruch. Ja. Da hatten wir ja bei den Ausnahmen beim Erlöschen bei digitalen Hinweisen schon Inhalten schon gesagt, man muss einen ähnlichen Hinweis einbauen im Shop, das am besten als Pflichtfeld gestalten, denn wenn das Widerrufsrecht bei digitalen Inhalten, machen wir es mal konkret an einem Beispiel, bei einem E-Book vom Händler nicht zum Erlöschen gebracht wird und der Kunde bekommt das E-Book und übt danach sein Widerrufsrecht aus, dann hat der Händler quasi das E-Book verschenkt, weil er keinen Wertersatzanspruch hat. Das ist so gewollt vom Gesetzgeber. Richtig, also bei digitalen Inhalten gibt es nur entweder Erlöschen oder volles Widerrufsrecht und bei den anderen Dienstleistungen, bei normalen Dienstleistungen gibt es auch etwas in der Mitte. Ne? Das heißt also, da kann das Widerrufsrecht, das hatten wir auch in einem vorherigen Podcast, zum Erlöschen gebracht werden, auch mit Einverständnis dann eben, wenn die Leistung vollständig erbracht wurde, meinetwegen nach einer Stunde oder nach einem Tag, also dann laufen zwar noch 14 Tage, aber es ist erloschen. Und ja, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, wie gerade gesagt, dann ist anteilig was zu zahlen an der Stelle, wenn dieser Hinweis im Bestellablauf eingebaut ist. Ja, mehr Informationen erhalten Sie wie immer bei uns im Shopbetreiber-Blog und in unseren Trusted Shops Praxishandbüchern mittlerweile für Deutschland und 8 weitere europäische Staaten mit allen Informationen zu dem dort jeweils geltenden Online-Handelsrecht, will ich es mal nennen, sowie auch in vielen Whitepapern und wenn Sie noch nicht alle Podcasts bei uns gehört haben, insgesamt hatten wir 12 Stück, die gibt es alle noch zum Abruf. Ja, das war heute der letzte Podcast zum Thema neue Verbraucherrechte-Richtlinie 2014. Wir freuen uns, dass Sie sich die Podcasts angehört haben und würden uns freuen, wenn wir Sie auch mal
in der Wirklichkeit treffen oder wenn Sie an einem Webinar teilnehmen oder Kunde bei Trusted Shops werden. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und sagen Tschüss und bis demnächst mal.